Herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um weiches Licht mit Diffusoren. Heute wieder mit Olaf Krasmann. Moin Olaf. Moin Stefan. Ja Olaf, oder wollen wir eine Sondersendung über mein Jeanshemd machen? Eine Sondersendung über dein Jeanshemd wäre sehr angemessen, aber heute geht es um Diffusoren. Das machen wir dann nochmal. Weil im vorletzten Video zur Smart-Gate-Steuerung, da kamen zwei Kommentare zu diesem, ich sollte mir mal ein anderes Hemd anziehen, weil das hätte ich ja schon 15 Jahre getragen. Das stimmt aber nicht. Da machen wir aber noch eine Sondersendung. Heute geht es tatsächlich um Diffusoren. Olaf, Diffusoren, du bist ja richtig zum Spezialisten avanciert und zum Produzenten gleichzeitig. Solche Diffusoren... Ja, da wollen wir heute mal drüber sprechen, anhand von Makromotiven, auch zahlreiche Pilzmotive. Gab auch eine Frage, wann machen wir mal wieder was mit Pilzen? Ja, heute und jetzt. Und wir sind im Wald, Olaf, beim Hermarschieren, beim Herwandern. Wir haben ja so ein paar hundert Meter noch durch den Wald. Hast du da irgendwelche Pilze schon entdeckt? Ja, trotz des relativ trockenen Wetters hier noch haben wir ein paar schöne Helmlinge gesehen schon. Ein paar Schwefelköpfe habe ich noch gesehen. Da können wir auf dem Rückweg noch mal Halt machen und auch noch mal ein paar Diffusoren ausprobieren. Ja, also die Pilzsaison startet jetzt langsam. Jetzt haben wir ja schon fast, nee, eigentlich haben wir Herbstanfang. Ne? 21.09. haben wir offiziell Herbstanfang und ja, jetzt haben wir den 23. heute. Ne? Also zwei Tage sind wir schon im Herbst und ja, die Pilze haben wir aber auch schon im Frühjahr gefunden, vereinzelt zumindest. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, wie man, ja, wo, wann es sich lohnt, warum es sich lohnen kann und warum du der Meinung warst, wir brauchen noch solche Spezialdiffusoren. Das ist also hier Thema dieses Videos. Olaf, dann lass uns doch mal einsteigen in die Bildbeispiele, wo du und ich, wir beide mit Kunstlicht gearbeitet haben. Ja. Aber wir haben dann auch Beispiele, wo wir Varianten erzeugt haben mit ja, flächigem Licht, mit Durchlicht, mit Auflicht, aber auch ohne Kunstlicht, damit man auch mal den Unterschied sieht. Ja, dein Beispiel, Olaf, ein Zünsler. Ja. Was hast du damit veranstaltet? Ja, den habe ich früh morgens, da war dieses, noch kein direktes Sonnenlicht da, aufgenommen. Und den habe ich so ein kleines Gegenlicht gegeben mit einer Taschenlampe, mit Diffusor. Das war, glaube ich, der erste Test dieser Diffusoren draußen. Ja. Und der, ja, der wird dadurch etwas warmtöniger, leuchtet etwas, kriegt so ein Shaping. Ja, wird deutlich plakativer. Ne? Ja. Die wirken ja manchmal sehr... unscheinbar, ja. Beige, setzen sich kaum vom Umfeld ab und so ja, wird er zum echten Eyecatcher. Das ist, finde ich, auch ein Beispiel, wo man sehen kann, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein Beispiel von dir. Ja. Was hast du da gemacht? Ja, also das sind ganz winzige Seitlinge, die habe ich mit unserem Plan X Vierfach-Mikroskop-Objektiv aufgenommen. Da braucht man eigentlich schon eine Kunstlichtquelle. Auch hier habe ich Taschenlampe mit Diffusor eingesetzt und den neuen motorisierten Makroschlitten, den wir im Sortiment haben. Also das war so ein Beispiel, wo ich ganz viel neue Technik mal zusammengebracht habe. Ja. Ja, wir zeigen dann auch gleich noch einige Diffusoren. Hier ein Beispiel X80 mit einem exklusiven Diffusor. Da sprechen wir später noch ein bisschen drüber, weil... Den hast du entworfen, Olaf, und auch produziert mit einem 3D-Drucker. Und hier ist noch eine andere Variante, Acim EC65. Diese Diffusoren gibt es nicht am freien Markt oder ist es uns nicht bekannt. Deswegen haben wir die produziert. Und da kommen wir später noch ein bisschen zu. Aber ja, so bist du im Prinzip davor gegangen. Sehr kleiner Mini-Pilz. Da kommt man ohne Kunstlicht ja, man kaum hat, aus. Ne? Man hat sehr lange Belichtungszeiten sonst. Und das bringt natürlich tendenziell immer mehr Fehler mit sich. Ja. Und darum würde ich also bei solchen Mini-Motiven immer eigentlich eine Kunstlichtquelle dabei haben. Ja. Der ist auch sehr klein. Bisschen größer schon,
dass man da Raynox-Nahlinse realisiert und zwei Taschenlampen mit Diffusor, von hinten eben das Gegenlicht, um jetzt diese schön durchscheinenden Lamellen zu haben und damit vorne das Ganze nicht total dunkel wird und absäuft und keine Details mehr hat, habe ich das wieder ausgekontert mit der EC65 und einem konischen Diffusor. Den hast du auch hier, ne? Den haben wir auch hier. Das sieht dann so aus wie so eine kleine Zipfelmütze. Genau. Und genau, da werden wir noch ein paar andere Beispiele haben. Dass man ja Kappen durchlicht, lohnt sich fast immer. Es gibt auch Pilze, die kein Licht durchlassen, weil die so blickdicht sind, die Kappen, aber die meisten lassen Licht durchscheinen. Dann kommt richtig, ja, Magic Glow haben wir ja schon wieder unter anderem gemacht, wie man das macht. Ja. Aber es ist natürlich auch interessant und spannend, dann trotzdem noch ein frontales Aufhelllicht, ein weiches zu legen, weil nur Durchlicht kann stimmungsvoll aussehen, aber es kann sein, dass man das eine oder andere Detail dann nicht sichtbar macht. Und man kann natürlich ja immer mehrere Varianten machen und dann später sagen, dieses oder jenes gefällt mir am besten. Ne? Das sind kleine Moosnabelinge. Das ist eigentlich ein Massenpilz, der einem aber so schnell nicht auffällt. Dabei ist es, finde ich, ein sehr lohnendes Motiv. Also die gehen symbiotisch mit dem Moos einher. Die wachsen eigentlich überall im Wald. Aber die Kappe ist vielleicht so 2 mm im Durchmesser. Da muss man halt genau hingucken und macht drunter gucken. Und hier habe ich auch Taschenlampe mit Diffusor eingesetzt. Das ist hier die neue X10 mit so einem ringförmigen Licht von oben. War das eben in Aurich da, das letzte, was wir Das war haben? In Aurich, genau. Ah, ja. Okay. Da habe ich dich sogar ja noch gefilmt. Das kann ich ja noch mal kurz einspielen. Ne? Ja. Ja, die Gruppe hätte ich auch noch gerne gemacht, muss ich sagen. Aber dann wurde es auch schon, dann waren wir ja auf dem Heimweg im Prinzip. Ja, das war noch dein Seitling von vorhin. Genau, das Foto hat Jörg Bernhard Klemmer gemacht. Hallo Jörg. ja. Da arbeite ich eben im Gegenlicht auch mit der Acebeam X10 und Diffusor, um eben diesen kleinen Seitling oder Stummelfuß, ich weiß nicht genau, was es ist, durchscheinen zu machen. Ja, hier ist es dann nochmal. Genau, andere Perspektive. Ja, rosa schneidiger Helmling, den hast du entdeckt, Olaf. Ja. Und da waren wir in der blauen Stunde und da habe ich auch mehrere Varianten gemacht. Und habe aber dann mich für das natürliche Licht entschieden. Ja, manchmal in der blauen Stunde besonders. Also wenn man da die richtige Lichtrichtung hat, kriegt man ja auch so einen Gegenlichteffekt, der aber ganz sanft ist. Das kann also auch mal ohne jedes Kunstlicht perfekt aussehen. Das muss man natürlich sagen. Genau, also nicht in jedem Fall setzen wir immer Kunstlicht ein, wenn uns das Licht ideal gefällt. Beziehungsweise wir machen einfach Varianten und dann kann man natürlich später entscheiden. Genau. Ich habe ja auch Varianten gemacht. Oder man entscheidet sich dann, wenn man Zeit hat, nochmal und bearbeitet das vielleicht nach und kann noch irgendwas herausarbeiten, wenn man Lichtvarianten gemacht hat, was man vielleicht gar nicht so direkt sieht. Ja, Halsbandschwindlinge, das ist jetzt auch mal so ein Beispiel, wo ich ohne Kunstlichteinsatz eigentlich nichts geworden wäre. Mhm. Also die Variante ohne Licht, da habe ich im Hintergrund so einen Lichtspot gehabt, den konnte ich auch nicht ohne weiteres wechseln. Das war ein ziemlich aufwendiger Aufbau, das habe ich so direkt ans Ende eines angeschnittenen Stammes, damit ich auch ganz steil unter die Kappen runterkam und bis ich das aufgebaut hatte und dass ich dann noch Platz hatte, musste ich mir noch Baumstämme wegräumen und so weiter. Und da hatte ich überhaupt keinen Nerv, das nochmal neu umzubauen. Und da hatte ich jetzt den Lichtspot im Hintergrund und nur noch einen Schattenriss. Und da habe ich dann auch eine Gegenlichtvariante, also ein normales Aufhelllicht gemacht und aber auch noch ein hartes Kappendurchlicht. Und das ist so das erste Beispiel, wo es sich lohnt, mit einer einzigen Lampe, gerade auch im Pilzbereich, die Möglichkeit zu haben, sowohl die Kappen zu durchleuchten, als auch ein weiches, flächiges, seitliches Licht zu werfen über den Diffusor. Ansonsten nutze ich auch gerne so eine Flächenleuchte, die haben wir auch besprochen schon. Das ist so eine Dörr
DVL 180 PB. Die gibt es auch noch eine Nummer kleiner, also Flächenleuchte im Handyformat, haben wir glaube ich auch schon mal ein Video gemacht. Auch sehr schön, so eine Flächenleuchte. Es gibt natürlich auch noch viele verschiedene Lichtvarianten. Man kann ja auch mit Diffusoren arbeiten oder Aufhellreflektoren, machst du ja auch manchmal. Ne? Aber so ein etwas stärkeres Kappendurchlicht kriege ich damit natürlich nicht hin. Das bleibt ja flächig. Ich habe zwar einen Diffusor, kann ich abnehmen. Dann kriege ich so ein punktiertes Licht. Die ist trotzdem klasse. Aber ich sag mal, hiermit habe ich beides. Ne? Oder mit dem konischen Diffusor, ja. Den kann ich auch spitz zulaufen. Genau, du kannst es ja mal zeigen. Ja, man legt ihn eigentlich so seitlich und hat dann 4-5 cm relativ gleichmäßig leuchtende Fläche, ja. Und kann ihn einfach abziehen, wieder dran stecken. Und hier oben wird es auch es ist etwas stärker fokussiert hier oben, ja. Ne? In der Spitze. Also da kriegt man schon, man kann ja noch eine höhere Stufe wählen. Da kriegt man schon keinen echten Spot. Wenn man den haben will, dann nimmt man den Diffusor ab. Genau. Ist schon für kleinere Pilze schon eine Flächenleuchte sozusagen, aber man kann dann eben auch die Kappen durchleuchten. Das habe ich hier noch ein bisschen aufgehellt, damit man sieht, das ist ein Halsbandschimpling bei dem einen zumindest. Da wäre auch förderlich gewesen, habe ich nicht dran gedacht. Hier auch nochmal, warum heißen die Halsband, ne? Ja. Das ist jetzt nur an dem einen zu sehen. Da hätte ich noch ein bisschen weiter arbeiten können. Ja, hier irgendein Rübling. Das ist meine Variante. Das ist jetzt natürliches Licht, auch mit einem relativ hellen Spot im Hintergrund. Da hätte ich auch nicht so sehr viel Lust gehabt, weil das ist schon ein Aufbau, wo ich mich schon aufgebaut habe. Und da habe ich dann gesehen, ich kann auch die Farbtemperatur verändern. Also der Pilz an sich ist farbstabil, sage ich mal. Wir haben ja auch hohe CRI-Werte, also CRI, Color Rendering Index. Da haben wir ja auch vor einiger Zeit einiges gemacht. Du hast das ja auch alles ausgemessen. Ja. Wir haben hier nur Taschenlampen mit einem CRI-Wert von über 90. Das heißt, weitestgehend hohe Farbtreue in der Wiedergabe. Also das hat mit dem Weißabgleich weniger zu tun, sondern dass einzelne Farben nicht verfälscht werden. Die werden auch durch die Diffusoren nicht verfälscht. Ja. Und das kann man hier auch sehen, aber es kann natürlich trotzdem im Hintergrund eine Verschiebung, die finde ich hier sogar förderlich, weil wir jetzt einen blauen Hintergrund kriegen. Also das ist automatischer Weißabgleich. Der Pilz sieht für mich natürlich von den Farben aus. Und das ist jetzt mal eine ganz interessante Variante, weil sich die Lichtsituation völlig ändert durch den, ja, durch die Taschenlampe mit Diffusor davor. Ne? Ja, hier bist du nochmal mit deinem Seitling zu sehen, ne, mit Diffusor oder Stummelfüßchen, je nachdem. Ja, Smaragdlibelle im Harz, Olaf. Ja. Was kannst du dort darüber berichten? Ja, das war mal ein Versuch, sie vor dem Hintergrund freizustellen mit einer Blende F1.4. Da habe ich eins von diesen Sigma-Objektiven benutzt. Ich glaube, 56 1.4er. Frisch geschlüpft. Das wird ja auch ein Thema in der Makrowelt. Man sieht da noch ein bisschen an der Seite, dass da diese Exuvio noch hängt. Das ist mir auch erst zu Hause aufgefallen. Hier ein ganz natürlich sanftes Licht. Man kann natürlich aber auch andere Varianten, die kommen gleich noch, machen. Ja. Wo man dann eben mal sieht, diese Glanzeffekte, wie verhält sich das, ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Hier ist ein glänzendes Insekt, kann man dem ganz sanftes Licht geben. Geht die Aufhellung gut, ist es zu hart, können dann natürlich Spitzlichter entstehen. Ja, die hast du ja entdeckt und dich rangemacht und dann habe ich mich auch rangemacht, da kommen wir gleich noch zu. Trompetenschnitzlinge zum Bayerischen Wald. Ja. Die hast du gemacht, die habe ich auch gemacht, aber das ist jetzt deine Variante und ja, was sagst du dazu? Ja, hier war das ganz wichtig, Licht unter die Kappen zu kriegen. Mhm. Das ist ja ein bisschen dunklerer Pilz und die Lamellen müssen sich irgendwie zeigen, die müssen sich absetzen voneinander, sonst ist da nur eine
breiige Fläche sozusagen. Da muss man dann von unten aufhellen und hier ist das die Kombination mit einem Reflektor und einer Taschenlampe. Also, dass ich das Licht der Taschenlampe einmal umgelenkt habe über einen großen, so einen Faltreflektor, den man im Rucksack mit dabei hat. Ja, auf jeden Fall wichtig. Ja, Orange-Seitlinge auf einem, was auch immer, Zunderschwamm vielleicht, auf jeden Fall einen verblichenen, großen. Hier haben wir einen hellen Hintergrund. Da wäre wahrscheinlich schon der ganze Vordergrund komplett viel zu dunkel geworden, hätte ich da keine Kunstlichtquelle genutzt. Und wir haben oben eben die Pilze und unter dem. Und die unter dem wären natürlich im Verhältnis sehr viel dunkler, wenn ich da drunter keine Lichtquelle jetzt gelegt hätte. Mhm. Da habe ich wohl wahrscheinlich eine Flächenleuchte eingesetzt, um eben von unten und von vorne ein bisschen Licht zu geben drauf. Sonst wäre die Pilze unten gar nicht zur Geltung gekommen. Der Hintergrund im Verhältnis zu hell gewesen. Also das war bei dem Motiv wirklich notwendig. Big Mac ist das, ne? Ja. Zum Reinbeißen. hier habe ich jetzt irgendwas auch immer, Ritterling oder sowas. Das ist auch von der Harztour. Da ist mir der Titel Dachschaden eingefallen. Habe ich gedacht, naja, mit dem kann ich noch was anfangen und dann betone ich mal den Dachschaden, die Löcher in der Kappe. Und da habe ich jetzt einfach nur ein hartes Spotlicht raufgehauen mit der Taschenlampe ohne Diffusor. Und hier kann man mal die Varianten sehen. Also das ist jetzt ohne Kunstlicht. Es war ja auch schon in der späten blauen Stunde, ne? Es wurde ja auch schon langsam dunkel. Hier habe ich jetzt noch ein auffällig gesetzt, was jetzt aber nicht besonders weich geworden ist. Da habe ich jetzt hier noch eine Abschattung drüber. Am letzten Endes fand ich das dann aber am interessantesten. Das ist jetzt kein klassisches Kappendurchlicht, sondern da leuchte ich im Prinzip durchs Oberstübchen. Ja, hier haben wir nochmal die Smart-Libelle, die steht so im Prinzip. Egal. Das ist die Variante, wo ich auch ein weiches, flächiges Licht noch dazugegeben habe, wo ich die Befürchtung hatte, die setzt sich mit den Flügeln nicht mehr vom Hinterfeld ab. Das kann man ja vor Ort nicht immer so genau beurteilen. Und hier ist die Variante ohne Kunstlicht. Hier sieht man auch ein bisschen, dass sich das Umfeld auch wieder ein bisschen verändert. Hier ist ja eigentlich auch so ein Lichtspot. Den mildert man jetzt dadurch ab, aber man kann natürlich Nebenwirkungen haben auf glänzenden, reflektierenden Oberflächen. Kann man natürlich schnell mal ausbrennende Lichtbereiche bekommen. Spitzlichter können dann ausbrennen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn geht, mehrere Varianten zu machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann die Auswahl später hat und sieht, okay, möglicherweise rettet man das Motiv, wenn man da noch, ich sag mal, ein weiches Licht drauf gibt. Ja, das ist unser Cover, Schleimpilze. Das auch nochmal als Memo. Das habe ich mit der FZ 1000 Mark II auch mit dem Mikroskopobjektiv gemacht. Und da habe ich auch eine Flächenleuchte benutzt, um denen überhaupt noch Licht mitzugeben. Die Verschlusszeiten wären auch sonst viel zu lang geworden. Da habe ich, glaube ich, über 400 Aufnahmen in einer Schärfenreihe gemacht. Das hätte sonst auch viel zu lange gedauert und die wären nichtssagend geworden. Ja, Olaf, was ist das hier? Das ist ja einer unserer Lieblingspilze, der Buchenschleimrübling, und den lieben wir so, weil die Kappe gerade eben sich für das Durchlicht perfekt eignet. Das heißt also, das wirkt dann ja wie so ein Gewölbe mit diesen Lamellenbögen, die dann durch das Licht betont werden, also mit etwas dunkleren Kanten, und die Zwischenräume scheinen hell durch. Das ist ein Pilz, da sollte man immer eine Kunstlichtquelle mit dabei haben, auch wenn man den auch sehr schön fotografieren kann mit natürlichem Licht, aber das ist eigentlich der Pilz, wo sich das mit am meisten lohnt, wenn man mit Kunstlicht arbeitet. Den Pilz sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe immer nur die Ameise vor. Ja, hier habe ich das nochmal gemacht. Hier kann man sehen, da ist jetzt kein Kunstlicht dabei. Es gibt natürlich auch Nebenwirkungen. Hier den Lichthof im Moos. Ja.
da kann man auch Mehrfachbelichtung machen, wenn man das möchte und sagt, naja gut, das Moos möchte man weiterhin so im weichen Licht haben. Das kann man dann, oder man ist ja auch in der Gefahr, dass man Kappenüberstrahlung kriegt. Das haben wir ja auch schon mal in der Makrowelt vorgestellt, dass man über Mehrfachbelichtung... Jetzt hast du die Spinne. Ist sie weg? Jetzt ist sie weg. Ja, okay. Über Mehrfachbelichtung auch noch Problemzonen, die man über einen Spot auf die Kappe zum Beispiel erzeugt, dann später auch noch abmildern kann. Ja, der Buchenschleimrübling, den werden wir dann noch hier auch noch als Beispiel weiterhin haben. Ja, dann sind wir auch im Winter manchmal los oder im späten Herbst, wenn schon es fröstelt, sag ich mal. Und hier haben wir also auch ja, so ein Pilzquartett ohne. Ich glaube, hier habe ich nicht so sehr mit kunstlich gearbeitet. Und hier, ja, da ist dann, ich glaube, bin ich seitlich reingegangen und habe frontal auch noch aufgehellt. Kann auch in der EDV noch ein bisschen Licht draufgegeben worden sein. Die Option hat man natürlich auch. Wobei das schon grenzwertig werden kann hier. Ne? Dann, wenn du genau hinguckst, 100%, dann fängt das Grisseln doch schon an. Ich glaube, hier habe ich doch mit Kunstlicht in der Hauptsache dann noch dazu gearbeitet. Ja, Sandfußrüpplinge, auch hier aus unserem Pappel-Auenwald. Das ist jetzt auch eine Variante, wo ich so ein frontales, flächiges auffällig draufgegeben habe, wo man dann auch Pilze manchmal hat, wenn man da kein, ich sag mal, auch kein seitliches Licht drauf gibt. Die Kappen stehen ja hier natürlich auch ein bisschen nach vorne schräge, dass man dann überhaupt keine Zeichnung in den Lamellen sieht, wenn man da nicht noch nacharbeitet. Ne? Und hier habe ich nicht ganz, bin ich seitlich nicht ganz so weit rumgekommen. Und das ist jetzt die Variante ohne Kunstlicht. Das kann man natürlich alles immer noch ein bisschen nacharbeiten, aber so sieht das doch ein bisschen unscheinbar aus. Da fragt man sich ja gut, für meine Empfinden eine schöne Stimmung insgesamt, aber da fehlt irgendwo der Pfiff bei und das ist dann so ein Kompromiss, wo ich dann auch von hinten noch ein Gegenlicht in den Schnee reingegeben habe und hier ist zumindest noch ein bisschen Licht in der Pilzgruppe dran. Schnecklinge, ja, das ist dann auch so ein Beispiel, wo noch genügend Auffälllicht da ist, aber auch ein Kappendurchlicht. Das ist also hier eine Mehrfachbelichtung, ziemlich aufwendig, mit einem Waldhintergrund komponiert. Ja, Rosa Rettich, Helmling, das gleiche Beispiel. Im Prinzip ist hier auch ein Durchlicht drauf und auch ein Auffälllicht. Also das, was du auch schon bei deinem Seitling berichtet hast, hier auch nicht end oder weder, sondern diesmal beides draufgegeben. Ne? Also flächiges Licht, was man auch sehr schön mit einem, vielleicht auch mal mit einem großen Diffusor, wenn man das möchte. Hier habe ich eine Elstream X80. Auch mit einem hohen CRI-Wert. Die ist so sehr hell und so kriegt man also auch ein flächiges Licht, aber auch richtig Power. Ne? Da kann man kaum reingucken, so hell ist die. Und das war nur die normale Stufe, also die ist noch heller. Oder man spottet und man kann natürlich auch mit zwei Taschenlampen arbeiten. Ne? Die eine nimmt man als frontales Auffälllicht und die andere ohne Diffusor zum Kappen durchleuchten. Da hat man natürlich mehrere Optionen. Dann die klassische Nachttischlampe hier, Sandfußrüblinge, mini klein die Viecher, also kaum zu sehen waren die, da musste ich schon richtig, ja, die, wie du klassisch sagst, manchmal muss man sich die Motive erarbeiten, das war mal so ein Beispiel, ne? Auch im Winter. Aber die machen auch einen riesen Spaß, weil die belohnen einen dann einfach auch. Ne? Aber das ging auch nicht anders. Hartes Kappendurchlicht, Mehrfachbelichtung. Ja, das ist jetzt ein Fliegenpilz-Wintermotiv. Das haben wir auch als Coverbild, glaube ich, in der Traumpfleger-Makrowelt. Die dritte, glaube ich. Ja.
Das wurde auch in der Fotocommunity in die Galerie gewählt, mit sehr vielen Aufrufen und Favoriten. Das scheint sehr vielen zu gefallen, ist auch außergewöhnlich. Die haben wir ja im Prinzip als Szenerie zusammen fotografiert. Da haben wir ja auch mehrere Pilzgrüppchen oder Einzelpilze fotografiert. Und hier gibt es von hinten einen Spot in den Schnee, der zerstreut das Licht dann noch weiter. Hier gibt es auch seitlich noch ein leichtes Auffälllicht. Da kann man sehen, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich, was auch immer, keine Ahnung, was draus geworden wäre, vermutlich aber nicht so ein Hingucker. Ne? Ja, einsamer Fliegenpilz im Wald habe ich nachts entdeckt, habe ich gedacht, oh, ich habe doch den neuen Diffusor. Da mache ich einen Schnappschuss mit dem Handy. Das war leider nicht so. Da habe ich mit, ich glaube, 6 LED-Lappen, da haben wir auch ein Video zu gemacht, mit einem Hochmast im Hintergrund. Und den habe ich mir in der Tat erarbeitet. Da gibt es also auch ein Video, ich glaube, Magic Glow, irgendwie sowas. Erdsterne, Olaf, was haben wir denn da veranstaltet? Ja, die haben wir ausspornen lassen, indem wir Wassertropfen haben drauf fallen lassen. Und damit diese Sporenmasse aber sichtbar wird, haben wir versteckt dahinter eine starke Taschenlampe leuchten lassen. Mehrere sogar, ja, genau. Damit da also richtig viel Licht auf die Sporen gefallen ist und die zum Leuchten gebracht hat. Ja. Möglichst so, dass man die Taschenlampe nicht sieht und sie sonst das Bild nicht negativ beeinflusst. Aber das ist hier dann absolut notwendig, um das also in dieser Qualität zu bekommen. Ja. Und die Pilze selber haben auch noch genug weiches Licht, ne? Ja. Weitgehend schattenarm, aber wirken plakativ genug. Da, da lohnt es dann eventuell auch noch ein flächiges, sanftes Auffälllicht drauf zu geben, kommt immer drauf an. Oder man macht das in der EDV nachträglich. Aber ohne dieses Gegenlicht wird man bei solchen Sporenwolken nichts. Die haben wir, glaube ich, auf einen Stuppen gelegt, der moosbewachsen war, damit wir da hinten genügend Tiefe haben, um die Taschenlampen unsichtbar zu machen. Ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo ich auch ein ganz leichtes Kappenauflicht gegeben habe, aber extrem dezent. Da habe ich nicht viel gemacht. Kann sich auf jeden Fall lohnen. Hier meine, ich glaube, eine Heidelibelle ist das, wo ich eine Taschenlampe mit einem ganz weichen Auffälllicht dazugegeben habe. Und mir gefällt das gut, weil sie zum Eyecatcher insgesamt geworden ist. Also das ist keine große Frage, die setzt sich eben schön ab. Ich würde aber immer empfehlen, da auch Varianten zu machen und sie auch ohne Kunstlicht einzufangen, damit man später die Auswahl hat, dann kann man sich natürlich immer entscheiden. Aber da würde ich als erstes die Variante ohne Kunstlicht machen. Dann hat man sie im Kasten und wenn sie sich das gefallen lässt und am Fleck bleibt und nicht nervös wird, dann würde ich empfehlen, noch eine mit Kunstlicht zu machen. Wir sind ja auch manchmal ganz früh morgens unterwegs im Himmelsmoor. Waren wir schon ein paar Mal im Himmelmoor. Da kommen wir ja auch so in so ein Zeitfenster rein, wo wir auch ohne Kunstlicht kaum auskommen. Ne? Wir haben vielleicht jetzt in der Dunkelheit mit Taschenlampen schon die Libelle am Schlafplatz entdeckt, weil wir sie auch gerne mit Tautropfen noch in Ruhe aufnehmen und auch Schärfen rein aufnehmen, also stecken. Da kann es dann aber noch dunkel sein und das Licht zu knapp sein. Und da ist dann ja ein weiches, flächiges Licht auch fast unverzichtbar, ne? Ja, das geht gar nicht anders oft. Also es ist dann eben auf der einen Seite nötig, das Licht, aber man hat eben auch gerade in dieser Zeit der Dämmerung, blaue Stunde, ganz besonders auch alle Möglichkeiten der Gestaltung. Ne? Also das ist natürlich ein Vorteil, man hat ein sanftes Grundlicht und kann dann anfangen, da Licht zu ergänzen in verschiedensten Varianten. Das ist gerade der Spaß sozusagen bei der Sache.
Ich hatte auch mal vor vielen Jahren eine Prachtlibelle, die ist eine Stunde lang am Fleck gewesen und da habe ich dann mit Blitzlicht gearbeitet, mit Makro-Flash-Kit. Und wusste ich noch nichts vom Fokus-Stacking, also habe ich ohne Schärfenrad gearbeitet, aber habe sie extrem genau planparallel ausgerichtet mit F16, dann, ne, habe ich sie gerade noch so, damit aber auch alles scharf ist. Das hat auch schon einigermaßen funktioniert, aber es war sehr aufwendig. Da war ich aber froh, dass ich die Zeit auch bekommen habe, weil die ist dann einfach nicht weggeflogen. Wir sind aber auch schon nachts aufgestanden. Ne? Ja, orange Seitlinge mit Durchlicht und ein bisschen Auferlicht. Ja, auch so ähnlich wie bei den Buchenschleimrüblingen. Das muss man dann bei diesen Pilzen einfach machen. Ne? Buchenschleimrüblinge, gleiches Spielchen, war noch nicht so dunkel, habe ich nur ein leichtes Kappendurchlicht geworfen. Da brauchte ich, glaube ich, vorne überhaupt kein Auferlicht. Die sind auch hell an sich schon. Ne? Fiel noch genügend frontales Auferlicht durch. Ja, hier nochmal das Erdsterne-Beispiel. Rauchende Schlote, gleiches Spielchen. Taschenlampen, mehrere Taschenlampen von hinten hart spottend auf die Wolken, auf die Sporenwolken rauf. Da kommt man nicht drum herum, muss aber immer ein bisschen aufpassen, dass man die Pilze nicht zu hart anleuchtet dann aus Versehen. Sehr aufwendig. Ja, apropos Diffusoren, man kann natürlich nicht nur Naturmotive, Insekten oder Pilze oder was auch immer, kann man das hier auch aufsetzen? Ja, theoretisch ja. Man kann auch sogenannte Lichtart Performances, LAPP ist so einer der Begriffe, der da auftaucht, machen und so große Kugeln mit einer Langzeitbelichtung machen, um die eigene Achse drehen, hoch und runter schwenken und das braucht ein bisschen Übung. Das habe ich hier mal im Wald gemacht. Eine Zeit lang hat mir das einen riesen Spaß gemacht und man hat eigentlich dann auch immer ein Motiv als Hingucker. Ne? Das kann man ja überall machen. Die Taschenlampe, man braucht aber unbedingt einen Diffusor. Ist jedenfalls sehr zu empfehlen. Der darf aber auch nicht zu breit sein. Wenn er zu breit ist, dann ja, kriegt man keine Lücken mehr da. Dann hat man eine durchgehende Kugel, kann man natürlich auch probieren. Aber das auch nochmal als Anwendungsbereich, wo ein Diffusor ja, praktisch unverzichtbar ist, wenn man jetzt solche Nacht-Langzeit-Performances machen möchte. Ja, hier nochmal ein Buchenschleim-Rübling-Quartett, haben wir auch auf dem Cover von der Traumflieger Makrowelt. Ja, dezentes hinteres Kappenlicht, nicht zu viel, macht den Pfiff des Bildes aus. Ne? Und da stört es hier vorne nicht, dass da jetzt nicht groß Licht ist. Nee, man hat auch mal die Option, das mal ein bisschen dunkler zu gestalten, dass man auch so ein bisschen eine Nachtstimmung reinkriegt. Genau. Das ist eben eine andere Gestaltungsvariante dann, aber die erfordert halt auch eine Kunstlichtquelle, die schön sanft ist. Es wirkt auch so natürlicher, sag ich mal, wenn das jetzt nicht so geleckt ausgeleuchtet ist, ne, wo man dann jedes Detail sieht. Ja, der Klassiker, Buchenschleimrüblinge in einer blauen Stunde da hinten im Wald. Noch ein bisschen eine Straßenlaterne war dann am Weg. Hallimasch, die habe ich allerdings mit Blitz in Szene gesetzt. Ziemlich aufwendig mit Traumflieger Makro-Flash-Kits, mehrere. Heute würde ich das eigentlich gar nicht mehr unbedingt machen. Kann man natürlich machen, ist aber bei Pilzen eigentlich nicht erforderlich. Stört aber gar nicht. Bei den Sporenwolken habe ich es auch schon mal gemacht mit Blitzlicht, auch mit mehreren Blitzlichten, wenn man das Setup hat, ist das auch eine tolle Sache. Bei Taschenlampen sieht man aber, weil es Dauerlicht ist, ja sofort die Lichtwirkung und kann das dann vielleicht ein bisschen leichter einschätzen, ohne das Ergebnis noch in der Bildrückschau zu beurteilen. Hier auch, die hätte man sonst ohne Kunstlicht nicht sichtbar gemacht. Die hätten sich vom Hintergrund kaum richtig abgesetzt und das wäre, also hier habe ich auch mit mehreren Lichtquellen gearbeitet, die Schopfzündlinge. Und ja, hier nochmal ein Nachtbeispiel, das habe ich vor vielen Jahren mal gemacht mit einer
Schreibtischlampe und der Kabeltrommel vor die Tür gegangen. Neben meinem Haus gab es dann da einen goldfarbenen Glimmerschüppling und da habe ich dann wirklich mit dem Spaten ein Loch gegraben und die Kamera unten rein. Noch eine kompakte von Canon, GH2 oder so. Mit Schwenkdisplay zum Glück, sonst hätte ich da ja gar nichts mehr machen können. Da habe ich auch mehrere Varianten gemacht. Ohne Kunstlicht keine Chance, ne? Das hätte man vergessen können. Ja, hier nochmal Schwefelköpfe als Lichtvariante. Hier mit einem Auflicht seitlich oben kappen. Die Gefahr der Überstrahlung ist dann natürlich immer da. Frühmorgens gemacht und hier die Variante ohne. Kappen sind zwar auch hell, aber ich mache jetzt hier was sichtbar, was hier nicht zu sehen ist. Ne? Ja. Hier den Spinnfaden, der die Kappen verbindet. Da kann ich dann auch immer noch, hier ist dann nicht so sehr viel Zeichnung in den Kappen und ja, da kann man dann natürlich, ich habe sie beide schon optimiert in der EDV, ne? Also es ist jetzt schon, habe ich schon Licht reingebracht nachträglich, aber die Grundstimmung ist dann natürlich so geblieben, wie ich es aufgenommen habe. Ja, und zum Schluss noch ein Beispiel, ja, das sind auch so ganz kleine vierspurige Nitrathämlinge, Mini-Pilzchen am Stamm. Auch blaue Stunde, hier habe ich frontal gar nicht so viel Aufhellung oder ich glaube gar keine Aufhellung gebraucht. Und hinten habe ich einen Lichthof auf den Stamm, warmes Taschenlampenlicht draufgegeben und ja, das macht dann in dem Fall, ist das mal eine Variante, die ja, ein bisschen plakativer geworden ist, obwohl die Pilze trotzdem dezent bleiben. Ne? Ja, Olaf, lohnt es sich jetzt mit Diffusor oder nicht? Ja, also ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, wenn ich nicht der Ansicht gewesen wäre, dass sich das wirklich lohnt. Das war ein ganz schöner Aufwand, das Ganze. Also es ist ja so, diese 3D-Druckmaterialien sind ja nicht dafür entwickelt worden. Es gibt da zwar Farbangaben dazu, aber die beziehen sich nicht darauf, wie sie auf die Lichtfarbe sich auswirken. Das heißt, ich habe also sehr viele Materialien erstmal durchprobieren müssen. Durchmessen, welchen Einfluss hat das die Materialstärke und welches Material auf die Lichtqualität, damit wir möglichst nicht viel verlieren. Oder wir haben halt auch warmweiße Diffusoren, wo wir das also gezielt nutzen, dass ein Material das etwas verändert, damit man eben die Taschenlampe variantenreicher machen kann sozusagen. Und naja. A-Steam EC65, das ist unser Klassiker, ja. Und ja, eigentlich ein Bestseller, kann man sagen, haben wir ja schon seit einiger Zeit, weil die ist handlich. Die hat an sich schon ein sehr interessantes, etwas gestreuteres, ja, Licht. Da haben wir also auch drauf bestanden, dass wir einen Diffusor haben, genau, der an sich jetzt ohne Hilfsmittel schon nicht zu harten Spot macht, also etwas weicher schon ist, aber auch noch Reichweite hat. Und die hat einen hohen CRI-Wert und ja, lässt sich auch sehr schön mischen. Ist etwas wärmer, aber nicht zu warm. Aber da gab es jetzt keine Diffusoren. Die haben wir jetzt exklusiv entwickelt. Du hast dich an den 3D-Drucker gemacht. Das ist auch die Software gespeist mit entsprechenden Daten und Materialien ausprobiert. Und hier haben wir jetzt mal so eine leichte Variante. Der lässt jetzt noch ein bisschen mehr Licht durch, der Diffusor. So eine kleine Kappe, sag ich mal. Und ja, der macht es warm, genau. Der macht es etwas wärmer, genau. Und da kann man natürlich auch noch ein bisschen mit der Farbtemperatur spielen. Aber wir haben jetzt hier eine Lampe mit einem hohen CRI-Wert. Also ja. Color Rendering Index über 90, 92. Und du hast es ja ausgemessen, dass, genau, die Diffusoren das nicht negativ beeinflussen. Ja, oder kaum. Also ja, ganz wenig nur. Und hier ja, kriegt man noch ein bisschen flächigeres Licht, genau, ist auch etwas wärmer. Und hier ist eine Variante, die etwas kühler ist. Genau, die ist ganz neu, die ist auch noch nicht im Shop. Die macht, ja, dann eine Farbtemperatur von 5800 K. Das wäre dann, was ganz speziell zum Beispiel in der blauen Stunde einzusetzen wäre, damit es nicht auffällt, dass man eine Kunstlichtquelle eingesetzt hat. Es ist kein Massenprodukt, ne, wo wir jetzt, nein, ich sag mal, 500 Stück auf Lager haben und die abverkaufen wollen, sondern die sind individuell erzeugt und bevor wir dazu kommen, Olaf, hier nochmal ganz kurz,
die Zöpfe, Weihnachtsmütze, das ist so ein Druck, der braucht ein paar Stunden bei uns, ne? Ja, also sowas, vor allen Dingen in dieser Riesengröße, ja. Der wird schon, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, 3-4 Stunden drucken. Ja. Der muss dann ja leider auch ein bisschen seinen Preis haben dafür. Ja. Aber ich finde das gerade auch für die X80 zum Beispiel eine tolle Variante, weil die hat ja richtig Power. Ja. Und da kriegt man jetzt eine ganz toll sanfte Lichtvariante noch raus. Die kann man auch mal, ich sag mal, wenn wir mal in die Abend-Nachtstunde reinkommen oder wir haben auch mal eine Videosession, das haben wir auch mal gemacht bei Dunkelheit, da haben wir ja da mehrere Taschenlampen aufgestellt. Das ist so eine Campingleuchte auch, ne? Die können wir so auf den Boden stellen genau. Und sehe im Prinzip die ganze Umgebung. Wenn ich kann sie ja noch stärker einstellen. Die hält da natürlich nicht so lange. Ja. Finde ich so. Schon unangenehm so hell. Da ist dann der ganze Wald in einem großen Umfeld ausgeleuchtet und da kann man, was weiß ich, ein Campingzelt auf- oder abbauen oder was auch immer. Also die Funktionalität ist plötzlich eine ganz neue. Nur durch dieses Zusatz, durch diesen Diffusor. Und du hast da auch noch einen ganz komischen Diffusor. Ja, das ist ja hier die neue X10, die ist mit so einem Ring ausgestattet, mit auch Hoch-CRI-LEDs. Das heißt also, das ist von Haus aus eigentlich schon ein kleines Ringlicht. Und jetzt habe ich hier so einen ringförmigen Diffusor auch dafür gemacht. Jetzt in den verschiedenen Stufen habe ich also ein sehr schönes kleines Ringlicht. Die gefällt mir sogar noch ein bisschen besser von der Farbtemperatur als die EC65. Ja. Das ist also eine neue Samsung-LED. Die hat aber auch in der Mitte noch eine stärker gespottete, ganz starke LED. Ja. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Kombination aus eben einem Ringlicht, jetzt mit Diffusor noch sanfter, eine stark gespottete Lampe, die einem dann vielleicht auch auf dem Nachhauseweg mal gut hilft. Ja. Oder wenn man jetzt abends im Wald war, wir suchen den nochmal ab, den Wald, ob uns da nicht irgendwo was entwischt ist. Eine Raynox-Linse ist liegen geblieben, das passiert ganz schnell. Da wird nochmal der Waldboden abgesucht. Das heißt, hier habe ich also eine Kombilampe 2-in-1 sozusagen, ein Ringlicht und ein stark gespottetes Licht. Ich habe ja neulich mal eine Weste am Strand liegen lassen, ne? Weil ich nichts mich an die Regel gehalten habe, bevor du irgendwie was verlässt, guckst du noch mal nach. Genau, ne? Ganz wichtig. Ja. Ich bin auch schon mal durch den Wald und habe einen kleinen Rucksack, Gott sei Dank, wiedergefunden, mit einigen Objektiven drin. Der stand da noch so verlassen, aber das muss ja nicht sein. Das ist jetzt die Aspheme X10 heißt die, ne? X10, ja. Also die ist... Die sieht vorne sehr ähnlich aus wie die X80 im Prinzip. Sie ist aber deutlich schlanker hier im Griff, auch insgesamt leichter und ja, hat hier in der Mitte noch einen zentrierten Spot. Die ist im Prinzip geil, ne? Weil die alles hat. Ja. Hat hier ein Flächenlicht, hat einen Spot, hat einen hohen CRI-Wert. Die haben wir auch jetzt ganz neu im Traumflieger-Shop. Aber der Pfiff ist natürlich jetzt auch der Diffusor, ne? Genau. Ich habe die gesehen bei Aspheme im Programm, habe gesagt, so, die müssen wir nochmal aufnehmen. Wir wollen nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Modelle haben, wo wir dann nur ein oder zwei verkaufen, sondern lieber eine Taschenlampe richtig supporten. Und hier lohnt sich das in meinen Augen. Wie kann ich jetzt die mittlere Lichter... Man muss einmal kurz drücken und dann einmal lang halten. Ach ja, genau. So, jetzt habe ich das Zentrum an. Da hilft der Diffusor ja gar nicht, Olaf. Du hast hier was vergessen. Ja, wir haben auch als Alternative auch noch so einen konischen im Programm. Also in diesem Fall war das mal Absicht. Auch um jetzt im kommenden Herbst mal so ein bisschen Durchlicht, Kappendurchlicht mit. Man kann auch beides anmachen. Genau, ne? Man kann beides anmachen und dann hat man harten Spot in der Mitte und Ring drumherum. Und Ringlicht noch. Das ist natürlich auch witzig. Ne? Ja. Aspheme X10, das ist jetzt schon eine sehr hochwertige. Also die X80, das ist schon im oberen Preissegment für solche Taschenlampen. Also das Einzigartige ist dieser hohe Color Rendering Index. Das ist außergewöhnlich. Da haben wir aber drauf bestanden. Für uns als Naturfotografen ist das schon wichtig. Nicht immer, aber manchmal ist das schon wichtig.
Und jetzt haben wir also so ein Ringlicht und ein gespottetes Licht und die ist nicht ganz so teuer. Das ist aber auch, ich sag mal, eine Oberklasse-Lampe generell. Und ich habe sie bisher noch gar nicht groß eingesetzt, aber da habe ich richtig Bock drauf, weil die ja auch so flexibel und vielseitig ist. Es kommt ja das Pilzfotografen-Treffen demnächst, ja, wo wir dann ganz viel Gelegenheit haben, hoffentlich. Genau, also so viel im Moment zum Thema weiches Licht mit Diffusoren und LED-Lampen. Hier einmal ja in einigen zahlreichen Pilzbeispielen oder auch Insekten. Nicht immer ist es sinnvoll, Kunstlicht einzusetzen oder jetzt in diesem Fall die Diffusoren, aber es kann sich empfehlen und es ist zu empfehlen, Varianten zu machen, weil wenn man jetzt mal ein Topmotiv dann mal gefunden hat, dann hat man, da kann man so schon froh drüber sein und glücklich drüber sein und aus diesem einen Motiv kann man plötzlich mehrere machen, nur über die Lichtvarianten. Ne? Das ist dann ein Volltreffer, den man dann nur über die Lichtvarianten, die man dann erzeugt, multipliziert und vervielfältigen kann. So viel im Moment zu dem Thema weiches Licht mittels Diffusoren und LED-Taschenlampen. Heute wieder mit Olaf Krasmann aus der Natur. Vielen Dank, Olaf. Jo, gerne. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.